Moin Moin, willkommen zurück bei Waltzing und einem Bier-Tasting, Schrägstrich Whisky-Tasting. Bei mir ist einerseits der Paddy von Tyrant Trope, von Motor Jesus und von Chris Howling Band. Habe ich was vergessen? Genau, nö, das ist im Moment so die vollständige. Ja, reicht ja, drei Bands, ne? Reicht doch. Und mein lieber Bruder Bastian, der deutlich mehr Ahnung hat von Whisky als ich. Das liegt nämlich daran, dass wir heute kein Bier-Tasting machen. Nein, tatsächlich machen wir ein Whisky-Tasting, das der Paddy netterweise tatsächlich mitgebracht hat. Und im Anschluss sprechen wir auch ein bisschen natürlich über Mucke, ne? Über Mucke. Aber ich würde sagen, lass uns einfach mit dem Saufen anfangen. Wir befinden uns nämlich gerade auf dem Dong Open Air, auf dem Festival. Und ja, wir haben auch schon gepflegt 18 Bier getrunken circa. Zwei. Ja. Du bist schon von der Bühne runter? Ja, genau. Ich war schon wieder duschen. Ich war schon wieder duschen, genau. Und wir haben auch schon 12 Bier. 12,2. Und dann erklär uns doch mal, du hast uns heute Whisky mitgebracht. Genau. Erklär uns mal was dazu. Ja, ich habe, wie du gerade schon sagtest, mit drei Bands ist die Zeit halt knapp. Und ich habe mit meinen Jungs irgendwann festgestellt, wenn wir uns doch treffen, lass mal nicht irgendwie PET-Bier saufen, sondern ey, lass doch mal irgendwie so einen Whisky-Laden gehen, mal gucken, was das so schmeckt. War eine gute Idee. Slow clap. Mein Hausarzt ist anderer Meinung, aber deswegen ist er auch nicht hier. Ich habe ein Glenmorangie-Set mitgebracht, die kann man sich so kaufen, das eignet sich auch super als Geschenk. Also ich werde von denen nicht bezahlt, ich bin halt Kunde. Ne? Und Fan. Also es gibt verschiedene Marken, ich habe jetzt einfach mal meine Lieblingsmarke so ein Set mitgebracht, da sind vier verschiedene drin. Der erste ist der ganz normale, also das ist Scotch, der wird also in Schottland gemacht. Ganz genaue Details muss man im Internet gucken, das habe ich dir jetzt nicht aufgeschrieben, auch wenn es hier steht, aber es ist Englisch. Ja. Der normale ist 10 Jahre alt, ich meine im Eichenfass. Und dann haben die halt diesen normalen Whisky genommen und dann halt nochmal 2 Jahre in ein weiteres Fass gepackt, damit er davon auch nochmal so den Geschmack abnimmt. So, dann hast du hier erstmal den originalen 10 Jahre, der schmeckt so ein bisschen, nee, das spoilere ich jetzt nicht, das können die Jungs ja gleich sagen. Jo. Das nächste ist der La Santa, der war dann nach, also der La Santa ist eigentlich der gleiche und danach war der nochmal 2 Jahre in einem Sherry-Fass. Ja. Also diese stichige, scharfe Note dann, also ne, oder ein bisschen bissige, fruchtige. Der nächste ist der Quinta Ruben, der war in einem Portweinfass. Beerig, tief, auch sehr lecker, besonders. Das ist ja dein. Der jetzt wird genördet. Das ist der 12 Jahre alte Quinta Ruben, den gibt es gar nicht mehr. Den gibt es eigentlich nur 14 Jahre. Das ist eine Rarität, die ich bei eBay schön weggeschnappert habe. Für 30 Euro oder was. Also, ne? Und der letzte ist der Nectar d'Or, der ist aus dem Sauternes Cask. Das ist ein französischer Dessert-Weißwein. Das heißt, der hat eine sehr. Ja. Ich spoiler nicht. Auf jeden Fall sind das, eigentlich basiert das auf dem gleichen Whisky, aber vier verschiedene Anstriche so. Okay. Das ist quasi so Black Metal, Norwegian Black Metal, Post Black Metal, Suicidal Black Metal, NSB hat hier keinen Platz. So, ne? Sehr gut, die haben keinen Platz hier. Nein, aber einfach mal zur Grundvoraussetzung, während du die Flaschen öffnest. Ja. Wie ist eure Erfahrung mit Whisky? Ich bin ja so ein, ich bin stumpf, das wisst ihr. Ich mag Jack Daniels. Ja, aber was ist mit Whisky? Gut, und jetzt kommt der Follow-Punkt. Ich mag Whisky mit Cola. Ja. Es ist auch ein netter Longdrink, ne? Also ich bin jetzt nicht so einer, ne, der anderen sagt, wie die hier einen Scheiß zu trinken. Die müssen es ja trinken oder wie muss ich ja trinken. Also ich trinke den ja nicht gemischt, sondern ich trinke halt ein bisschen pur für den Geschmack so. Wenn aber, keine Ahnung, ich habe früher auch hier diese Gassenflöre Captain Morgan Cola getrunken mit 20. Und der Wetter, wo wir uns kennengelernt haben, auch schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahre her. Ja, ja. Nee, aber das kannst du natürlich mit Eiswürfeln, mit ohne, mit On the Rocks. Aber ohne. Mit. Ja. Okay, aber das ist der Punkt. Ich bin absolut kein Whisky-Kenner. Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der sagt immer, hier trink mal Lafroy, trink mal dies und das. Und ich bin da immer bei und es ist halt eine krasse Geschmacksexplosion, ganz klar. Aber du bist Whisky-Trinker? Ja, also wenn, ich saufe mich jetzt da nicht, dann ist eher so dieses Nein. Whisky ist dann, also wirklich pur Whisky ist ja zum Genießen, nicht zum Besaufen. Ich, ja. Ich bin ja Weintrinker und ich sehe das genauso. Wein ist nicht zum Besaufen, sondern zum so. Das ist auch viel zu schade dann einfach, weil also ich habe so die Regel, genau wie bei Schallplatten, nicht über 100 Euro, weil wenn du damit einmal anfängst, dann... Ne, weil ich bei 0,2, ja. Ich hab jetzt gerade mal Glück, ich habe eine Cradle of Filth, die Phonography habe ich für 30 Euro bei Amazon geschnappt, die ist gerade für 1500 bei Discogs. Ich glaube, ich muss mal... Genau, so, zur Grundvoraussetzung noch, du trinkst Whisky mehr, das weiß ich aus der Familie. Definitiv. Also schottischer Whisky, immer tendenziell muffig und immer so ein Ding. Ist sehr speziell, aber die Jahre weg, das hat sich einfach etabliert und niemals mit Cola, wenn es ungefähr 20 Minus kostet. Naja, also dafür ist ja auch so schade. Also wenn so eine Flasche, die kostet mal gut 50 Euro, ist ein normaler Marke für die, also die so 30 bis 90 Euro, da gibt es keine Cola drauf. Ne? Nein. Brauchst du eine sehr gute Cola. Ja.
Was ist euer Lieblingswhisky? Meiner ist Jack Daniels. Shame, shame, shame. Lagavulin. Moorleiche pur. Oh, ich okay, ich kenne den ja schon. mein Liebling ist tatsächlich auch ein Glenmorangie, der Tale of Forest. Da haben die so eine Sonderserie gemacht. Der Whisky wird ja, wenn der, also da wird ja Weizen, wird ja Malschung, also Weizen wird ja nass gemacht, aufgekocht, keine Ahnung, auf jeden Fall entsteht da Malsche, die wird getrocknet. Dafür verbrennen die halt Torf. Und statt Torf, und Torf macht dieses Salz rauchiger, das mag ich nicht so, ich bin eher so der fruchtige Honig-Whisky-Fan so. Stattdessen haben die bei Glenmorangie bei diesem Tale of Forest aber Botanik genommen, also Moos und so Geäste und so ein Scheiß. Das heißt, du hast halt einen starken Glenmorangie, aber trotzdem kann halt auch jemand, der... Sehr florale Note. Ja, sowas, ne? Der klingt halt, das ist halt so evangelischer Bio-Whisky, der ist der. Sehr gut. So und dann war das. Dann würde ich sagen, Also ich zeige euch jetzt erstmal, wie man den trinkt. Weiß nicht, ob du das kennst? Nee, überhaupt nicht. Achso, mit der... Normalerweise nimmst du ja Gläser, aber wir sind ja auf dem Song und Safety First, ne? Also du musst jetzt erst dreimal riechen und dir Zeit lassen. Dann, der ist 10 Jahre alt, du nimmst einen Schluck, lässt das 10 Sekunden zum Mund, dann atmest du, trinkst du, also schluckst du runter. Ich habe noch nicht Luft mehr getrunken. Und dann zählst du bis 10 und dann holst du mal richtig Luft. Also, dreimal riechen. Oh, jetzt 10 Sekunden im Mund. Jetzt kommt das volle Aroma. Jetzt müsst ihr sagen, was ihr schmeckt. Also es ist tatsächlich ein Whisky. Ich weiß nicht, ob ich heute noch auflegen kann. Ich muss ja Aftershow-Party machen, ne? Ist das der gewissen? Ja. Boah, fuck, ich werde also richtig blau sein. Beschreib einfach mal drauf los. Was ist denn so? Schokolade oder ist der Milch? Nein, Schokolade. Ich habe auf jeden Fall, also ich kenne das aus der Weinbranche, weil ich habe lange mit Wein gearbeitet. Ja. Ich kenne diese ganzen Assoziationen, diese Formulierung aus der Weinbranche und ich habe ganz klare Schokoladenaromen drin. Und ist jetzt, klar, wenn du den 10 Sekunden im Mund umkreisen lässt, hast du natürlich eine Schärfe, das ist aber dem Alkohol geschuldet. Mhm. Drängt sich nicht zu sehr auf, nicht zu rauchig, natürlich Whisky-rauchig. Ist ein guter Schokoladiger. Der ist super rauchig. Willst du? Ja, ich bin selber Raucher. Achso. Okay. Natürlich liegt es auch in meiner Zigarette vorher. Aber was der Raucharoma angeht, ist echt gut. Ich muss aber sagen, ich weiß noch nicht, womit die Becher gespült worden sind. Vielleicht gebe ich zu. Mit klarem oder so. Gebe ich zu mit Rauchsalz. Ja, okay. Der hat eine krasse, für mich gar keine Schokolade, sondern ein absolutes Raucharoma. Eine intensive, sehr intensive Schärfe sogar. Scharf ist er. Also ich schmecke den, also Glenmorangie hat immer so leicht Chili-Catch, da meint ihr mit scharf. Jetzt nicht diesen Fuselbrand, sondern... Nee, ist kein Doppelkorn, 3,99 €. Ja, genau. Ja. Also Chili-Catch habe ich auch beim ersten Disco, aber das wird jetzt immer schlimmer. Das war noch der erste. Oh, schön! Nee, das ist alles gut. Also zum Glück muss ich heute nicht noch arbeiten. Also ich schmecke halt hier tatsächlich ganz viel Orange, Mandel, Vanille. Mandel, Vanille? Nee, Schocki. Also halt jetzt, wo du es sagst, habe ich es auch nicht geschmeckt. Ja, gut. Schokolade. Schokolade ist... Süße Note auf jeden Fall. Ja, ja. Also, aber ich finde relativ mild. Also im Vergleich mild zu Apricotta-Telisca oder sowas. Weiß ich nicht. Ich bin halt kein... Also ein Kumpel, ein Kollege von mir, der sagt immer, ja, probier mal Moorleiche. Und so. Und da bin ich tatsächlich... Die Schottische du besser. Ja, genau. Der mag es torfig und es soll halt ein bisschen gestorben schmecken. Mach schon mal einen auf. Ja, mach das. Und das ist es hier nicht. Ich finde, das ist relativ... Es schmeckt klassisch. Aber wie gesagt, meine Assoziation ganz klar war Schokolade. Und, ja, aber schmecke ich gerade auch ein bisschen, ja. Und das wäre so die Hauptassoziation. Schärfe, ja. Die wird jetzt noch stärker, sagst du. Spannend. Ich schmecke gerade auch ein bisschen Lammerjun, aber ich habe vielleicht nur die Zähne nicht. Ja, das kann sein. Ein bisschen Knoblauch, Unternote. Genau. Ja, schmeckt nach Gurke. Ja. Scharf, Chef. Genau, um die Zeit zu überbrücken. Genau. Wie handelst du das mit Alkohol im Proberaum für die Kreativität und so? Da bin ich ganz straight langweilig. Ich habe mal, ich weiß nicht mehr wo, ich habe so einen schönen Satz gehört, ich glaube von Heinz Strunk oder so. Der hat mal so schön gesagt, der Künstler wartet auf Inspiration, der Profi setzt sich hin und arbeitet. Punkt. Also wenn wir Songwriting haben, dann, also jetzt bei Motor Jesus, Chris und ich, wir skypen in der Regel immer. Wenn das heißt, 18 Uhr wird geskypt, dann ist Viertelstunde erstmal so Smalltalk und dann fangen wir einfach an. Oder was machen wir heute? Schlagzeug hier, wir müssen noch, keine Ahnung, nee, lass mal den Chorus anders machen. So.
Da wird einfach abgearbeitet, weil da zu tun ist. Das ist einfach Arbeit. So. Aber es ist jetzt nicht, dass ihr euch erstmal die Birnen abschießt und sagt, so jetzt, mal gucken, was hier passiert. Wir haben ab und zu mal was bei mir aus meinem Homestudio gepostet und haben sich immer eine Schrottplatte, wo ich halt so 20 Teesorten auf dem Tisch habe. So, wo ist denn das ganze Bier? Also, ich habe kein Bier im Haus. Ich trinke zu Hause nicht. Tee als Quelle der Inspiration, hervorragend. Ja, also ist das und deiner? Yes. Meiner. So, dann erklär uns mal, was wir jetzt trinken. So, das nächste ist im Prinzip genau der gleiche, nur dass, also der ist 10 Jahre im Eichenfass gewesen, Bourbon oder Eichenfass. Eins davon kann man, Faktencheck kann man ja hinterher machen. So. Auf jeden Fall ist der gleiche Whisky, der hier drin ist, der ist dann nochmal 2 Jahre in ein Sherryfass eingelagert worden. So, Sherry ist ja, glaube ich, ist halt so ein Weinbrand oder so, auf jeden Fall so ein bisschen fruchtig schärfer, so spieliger. Genau. Fruchtig schärfer, genau. Aber tatsächlich auch, gibt dir mal mehr als mir auf jeden Fall. Und, Sherry ist ja auch dabei sehr süß, muss man dazu sagen. Aber sehr stark. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich als Weintrinker, also als Freizeitweintrinker, muss man dazu sagen, bin auch schon ein Fan. Aber ich dachte, geil. Das ist auch mein absoluter Lieblingswhisky für unter 50 Euro. Also das ist ich nenne das mal jetzt Alltagswhisky. Da würde ich aufs Dorf noch mitnehmen. So. Alter, ich muss heute noch arbeiten. Riechst du das? 23 Uhr. Riechst du das? Ja, ich riech das und das ist köstlich. Ich muss noch um 23 Uhr arbeiten. Also wenn das fertig ist, haben wir uns eine halbe Flasche Whisky geteilt. Ne? Das ist okay. Aber der riecht mega. So, dreimal riechen. Ich bin schon beim zweiten Mal. 12 Sekunden im Mund diesmal. Warum? Weil er 12 Jahre alt ist. 10 Jahre Eichenfass, 2 Jahre Sherry. Pro Jahr eine Sekunde? Ja. Das ist schon eine gute Faustregel. Ja. Na dann. Keep it simple, man. Skol. Was könnt ihr noch auf Prost sagen? Slanche. Kipista? Ja, Slanche. Irisch. Slanche. Slanche. A ta santé. Was er sagt. Prost. Ubi. 12 Sekunden. Kommt sie, kommt sa. Das waren aber auch eigentlich jetzt 2 Schlücke, normalerweise zieht man so nach, ne? Und jetzt? Jo, ich werde gerade warm. Boah Leute, müssen wir es noch 2-mal machen? Eieieiei. Also der ist deutlich schärfer. Oh ja, der hat einen harten Chili-Catch auf jeden Fall. Da der ist richtig Feuer. Ich finde den. Der ist mega. Glaub, du hast gerade angefangen, willst du anfangen? Bitte. Sensationell. Also der hat deutlich mehr Schärfe als der davor, aber witzigerweise ist der hintenrum deutlich milder, also viel runder. Ja. Der brennt niemals hintenrum, niemals. Der brennt zuerst, klar, weil Alkohol, das kannst du nicht umgehen. Aber der ist am Ende unglaublich mild und süß, mega geil. Also ich finde tatsächlich, der ist deutlich, deutlich schärfer. Ich bin ja nur alles andere als ein Fachmann. Aber hinten raus ist der nicht so stark, wie man erst erwartet. Der hat halt viel Geschmack und nicht viel Fusel. So, ne? Aber das ist eine richtig abgepackte Geschmacksexplosion. Genau. Ne? Das Grundgefühl ist wirklich scharf. Was zum Neutralisieren? Wir nehmen Heineken. Ja, natürlich. Krachtenpisse. Was? War im Angebot, ne? Ja, ich trinke alles. Lager im Lager. Nein, aber der ist schon deutlich, deutlich voluminöser auch. Geschmacksrichtung bei dem ist halt vor allem so Rosinen, bisschen Pflaume, Schokolade. Pflaume, ja, Rosine, nein. Ich kenne das vom. Also, nee, Rosine wäre ich bei, aber ich kenne das ja vom Wein. Das ist nicht immer diese. Aber ich würde sagen, Schokolade, Chili, Brombeere. Das wäre so. Sowas, ja. Das wäre das, was ich so sagen würde. Was ich an dem geil finde, was den unterscheidet von den anderen, ist, die anderen sind ein bisschen ölig und der geht so trocken runter. Also, wenn ihr den jetzt beim nächsten Mal mit einem Glas links oder sowas vielleicht, ne? Und jetzt ist ja auch noch ein bisschen Restwasser drin, so, ne? Also wenn du das Tumbler so umdrehst und dann... Ja, dann so ein Tropfen Wasser reicht, um gewisse Aromen freizusetzen. Ja, klar, das stimmt, ja. Und du hast, jetzt habe ich den Faden verloren, du hast nicht diese ölige Schärfe, dieses ölige runterfließen, sondern dieses trockene. Und das finde ich bei dem so geil, weil der ist halt, wenn du schon ein bisschen mehr getrunken hast, kannst du da einfach was... Der schmeckt halt immer durch, so, das würde ich damit sagen. Okay. Taktische Frage meinerseits, müssen wir immer alles trinken? Muss nicht. Ich muss auch noch auflegen. So, ja, Spaß mit. Ich habe gerade schon dick angekündigt, dass ich dich heute arbeitsunfähig trinke. Ja, aber wie viel Schlücke Whisky muss man trinken, damit es optimal schmeckt? Damit schmeckt. 2-4 Zentiliter. Da ist jetzt 10 drin. 10 auf 3. Jeder 3. Ja, das ist eigentlich okay. Ja, das ist genau eine Periode. Dann würde ich sagen, hau rein damit. Ja, was haben wir als nächstes? Der nächste ist ein Bier mehr, er muss noch warm. Ja, ist klar.
Der nächste ist Quinta Ruben. Das ist wieder der erste Glenmorangie, aber der war 2 Jahre in einem Portweinfass. Also da Portwein ist eine geile Scheiße. Ja. Ein großer Fan. Da war da alles rein. Ja, ich danke euch, ich muss noch arbeiten heute. Ja. Ich habe Feierabend. So. Du bist mit Tyrantrope, entschuldige. Gerade quasi von der Bühne runter? Ja, quasi, ja. Inwiefern ist Whisky deine kreative Essenz? Jetzt in Bezug auf Tyrantrope? Egal. Ja, also jeder kennt das ja, wenn du mal sagst, boah, heute doch keinen Bock, eine Hose anzuziehen, ich hänge jetzt bei YouTube und ne, guck halt, was ich gerne gucke, so. Wenn ich das mal habe, wenn ich nicht weggehe, so manchmal, also ich trinke halt zu Hause in der Regel keinen Alkohol, aber manchmal denke ich so, ach geil, jetzt alte Children of Bodom oder alte Flames, Life at Hammersmith mal auflegen, so, ne. Die frühen 2000er. So, ne, ich bin ja Baujahr 90 halt, ne, so, das ist halt drin. Und dann gucke ich mir gerne alte Sachen an. Und letztens bin ich total hängen geblieben auf der Children of Bodom Live in Tokio von 98. Oh, großartig. Und ich hab immer gedacht, so, nee, hier KS Reneers ist halt geil, aber dann habe ich die Tokio Warhearts leider nur CD gehört und dann habe ich mir natürlich auch irgendwie einen eingeschenkt. Und ich habe ja zu Hause halt so ein kleines Home Studio und ich habe auch die Keyboard Sounds, die der Typ spielt, die kannst du als Plugin kaufen. Dann habe ich zu Hause das Zeug halt nachgespielt und dann kriegst du Pelle und dann trinkst du mehr und dann hörst du da rein. Und dann hast du halt einen richtig schönen Abend so manchmal. Ja, voll gut, sehr aber gut. Aber es ist halt tricky, ne? Man muss halt aufpassen, dass man. Ja, ja, man muss immer den. Aber kommst du dann zur Inspiration? Dass du bei, ja. Also beim Nachspielen? Ja. Dass du, ja, auf jeden Fall. Also, das inspiriert schon. Ich habe das ganz oft, dass ich halt nichts mache oder keinen Bock habe, wenn du halt so viel mit Bands weg bist. Ich habe im Schnitt jede Woche ein Konzert. Also, ich habe mit allen Bands so knapp 50 Konzerte im Jahr. So. Das ist schon echt eine Menge Arbeit. Das heißt auch knapp 50 Proben oder was so. Ne? Ja, ja, klar. Und Songwriting und keine Ahnung, du machst ja noch irgendwelche Excel-Listen oder irgendeine Scheiße, E-Mails und ja, die Konzerte, wir müssen ja. Dass keiner sagt, was in der Band auch noch passiert. Ja, wir haben zum Beispiel dieses Jahr irgendwie bei Motor Jesus wieder so ein rotierendes Line-Up. Wir haben gerade, glaube ich, 5 Schlagzeuger, die sich immer anwechseln, weil einfach kein Schlagzeuger alle Konzerte spielen kann. So. Und das muss halt organisieren. Das ist halt ein bisschen wie so eine Firma, das gehört dazu. So. Das ist Business, nicht, ne? Am Ende ist es Business. Genau. So. Und dann hast du natürlich aus Abwechslung, suchst du die andere Hobbys. Ich gehe mit meinem Bruder halt am Fahrrad fahren oder sowas, ne? Oder halt Whisky trinken, ich spiele Pen and Paper, hier das schwarze Auge und so. Ne? Mega! Vorbereitkampagne, anderes Thema, nächstes Mal. So, ne? Ja, aber dann. Auch noch, ja. Aber klar, natürlich, wenn ich mal zu Hause hänge und baue gerade an der Klampe, gucke ich mir Konzerte an. Ich kann empfehlen, Brutus live vom Rockhard war mega geil. War gut. Und dann irgendwann hänge ich dran und dann hast du irgendwas Neues. Ach, da trifft man geil, sowas will ich auch mal machen. Oder guck mal, der neue Sound. Oder guck mal, hier neue Klampe. Und auf einmal sind irgendwie 8 Stunden rum. Eigentlich wollte ich die Küche aufräumen, hast aber einen halben Song geschrieben. So, verdammt! Ne? Jammern also, im Zweifel dann nur die Freundin. Ja, 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 klar. Aber solange man rauskommt, darf ich dann auch zu Hause. Ja, dann ist okay. Sehr gut. So. 3 Atemzüge. Also der riecht Port, ultra. Portweinfass, das ist auch der riecht. Wie viele Jahre, wie viele Sekunden? 12. 12 und 12 Sekunden. Zweimal Nase. Boah, der riecht mega, Leute. Der ist auf jeden Fall deutlich, ich würde sagen, fruchtiger. Der riecht absolut sensationell. Ja, der riecht schon so dickbärig, ne? Ja, ja voll. Ja, aber also richtig. Dunkle so, Beere. So wie so ein dunkle Beere, Leute. Dunkle Beere. Aber ihr schneidet das dann alles wie in der Heute-Show, ne? Das finde ich immer cool. Finde ich gut. Boah. Der ist aber deutlich voluminöser. Du kannst natürlich, fruchtiger. So ist das auch gedacht, das eigentlich in 2 Portionen zu trinken. Also ja. Du trinkst einmal und dann trinkst du schnell nach. Achso, ich hab noch nicht ausgetrunken. Nee. Ja, so schade. Du bist der jüngere Bruder, ne? Ja, ja. Genau. Ein bisschen. Aber immer noch älter als du. Die sind ungefähr gleich alt, aber ich bin älter. Ja, was seid ihr für ein Baujahr? 89. Ich hab's tätowiert. 87, ja, okay. Ich bin ein alter Wichser, aber... Ja, er hat sich verschrieben. Das ja. Bald bist du auch nicht. Das sagst du so. Aber nein, der Punkt ist, rück zum Whisky. Deutlich bäriger. Der ist richtig krass bärig. Der ist super bärig, aber der davor war deutlich besser. Du hast doch einen Becher, ne? Du musst doch einen Becher haben, Jung. Jo. Ich habe auch noch einen Becher. Wo ist mein Becher? Warte, wir haben noch am Schluss 3 Becher. Wo sind die 3 Becher? Okay. Ja. Der ist dunkelbeerig, definitiv, aber der ist schärfer und hat im Nachhinein gar nichts mehr, finde ich. Ich merke gerade voll den Brand. Also bei mir ist das jetzt so nachhaltig der krasseste. Der brennt. Der Öl brennt, genau. Ja, der Öl. Der Öl, und ich merke gerade, wie der so runtertropft. Absolut. Also der davor war deutlich effizienter und besser. Effizienter.
Leute, ich muss euch noch auflegen. Also ich finde den Winter halt sehr zum Genießen, aber den Lanzanter, den trinke ich, also wie so ein Shot, sage ich jetzt mal, wenn jetzt was frisches. Und der geht durch alles durch. Ja. Das ist so Leroy Jenkins. Ja. Also. Leroy Jenkins! Nein, aber es ist tatsächlich ein bisschen. Nee, der punktet. Aber es ist auch ein bisschen wie Aliensäure. Ne? Yeah. Du erschießt das Alien, aber drei Ebenen drunter hast du noch Saft davon. Ja. Also ich finde auch, der hat... Ich bin alles andere als ein Fachmann. Der ist nicht nachhaltig, das würde ich so eher sagen. Also der schmeckt gut, dieses Dunkelbeerige ist auch geil, aber der gibt dir ein paar Minuten später gibt dir nichts mehr, außer dass es brennt. Es ist scharf. Nee, ich hab immer noch ein leichtes, beeriges Aroma. Vielleicht liegt es auch am Lichtteil. Also der einzige Whisky, wo ich wirklich eine halbe Stunde was mit zu tun hatte, hier der Kumpel hier, der Stefan Uhr, der hat mal so ein Coverladen geschenkt gekriegt, auf Fassstärke 65%, aber das war so ein 200-Euro-Ding oder was weiß ich was. 65%, das ist so wie früher auf Simsauf, wenn du nicht weißt, dass da Wasser drauf gehört. Ja, genau. Ne? Also das war eine Geschmacksexplosion, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Aber ich war danach desinfiziert. So, das war ein bisschen trocken. Ne? Das war super. Braucht keine Info. Aber da war alles drin. Also, das ist ein Trip. Ja, aber weiß ich nicht, ob das gut ist. Also der war auf jeden Fall interessant. Hast du dir so einen Kram von der Stage rein? Nein. Nee, also das habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Ich weiß noch, ich habe ja früher mal meine ersten Live-Erfahrungen mit Harasai gemacht damals noch. Dann konnte ich nach dem zweiten Bier konnte ich halt nicht mehr spielen. So, ne? Also da war schön stundeartig Warm-up und ne? So, das ist Trinken nach der Bühne. Ja genau, also wenn du vor der Bühne trinkst bei Motor Jesus, kann ich das machen, aber da leidet immer die Qualität. So, weil du dann haut der Birz dich in die Fresse. Ja, der macht was heißt der macht mit? Nee, also der achtet natürlich schon aufs Quality Management. Den haben wir ja letztes Jahr gehabt, genau. Übrigens. Nein, der achtet schon aufs Quality Management, kann man nicht anders sagen. Aber der ist ja auch, das muss man auch noch sagen, der Respekt geht da ganz klar an den Chris oder dich, Chris. Der ist halt seit der ersten Platte dabei. Yeah, der Chris ist halt auch ein alter Shitheads-Mann. Und der ist ein alter Scheißkopf. Ich bin glaube ich... Dein Moped durch Gelsenkirchen fährt. Ja, genau. Ja, eher Gladbach. Ich bin ja quasi zur Race to Resurrection eingestiegen. Und also 2000, oh, wann kam die raus? 18 glaube ich. Ja. Ich bin 2016 halt eingestiegen und 2018 kam dann die Platte. Da war ich aber noch nicht drauf zu hören. Und danach ging das erst so richtig los. Also ich habe jetzt die Live-CD und die Hellbreaker halt mitproduziert. Die letzten beiden quasi so. Aber der Chris ist halt... Seid die Shitheads dabei. Und ich bin da zwei Dienstälteste mit dir. Ich habe die Shitheads noch live gesehen, ja. Peter ist natürlich, der war auch seit der ersten dabei. Ja, ja. Also die beiden halt, das sind die Scheine dann. So, dann lass uns mal den vierten. Ja, der vierte ist, achso, ich muss ja. Ja, du musst. Also der vierte ist, glaube ich, auch 12 Jahre alt, so, die sind alle 12. Dann ist wieder der gleiche Fusel, da dürfte der jetzt, das steht hier halt verkehrt rum drauf. Ne? Aber ich hoffe, alles das ist gut. Der hier. Also das ist wieder der gleiche, aber dann nochmal zweimal in einen Sauternes Cask Finish. Das ist ein französischer Dessertweißwein. Und dann das fast. Die können das. Also ich meine, die Frenchies und Dessertwein ist hier mehr, ne? Ja, ja, ich muss noch auflegen. Ich muss noch arbeiten. Du musst noch fahren. Ich habe versprochen, wenn ich dich abhöre, legst du nur noch Aber auf heute. Okay. Dann gib dem gar nichts mehr, bitte. Leitfleisch. Oh, da gibt dir auch noch mehr. Kriegen wir alles hin. Gib dir mehr, Junge. Das ist gar kein Problem. Ja, klar. So, hat keiner gesehen. Also Nektador, was Französisches, die Franzosen, die wissen beim Essen, was die wissen es, nee, die wissen, also rein kulinarisch Genießer. Es ist eine Nation von Genießervolk. Die können Whisky, die können Wein. Corona, Kondome, Rotwein, ausverkauft bei uns, Zebra, Klopapier und keine Ahnung. Ist ein Argument. Nicht die Rechten wählen, können die auch gut. Ja. Nicht die Rechten wählen, können die leider nicht so gut. Doch, die haben gerade anderes Thema. Richtig schön. Achso, alles gut. Scheiß Rechte. Also 12, ja? So, 12 Jahre, 12. Genau. So, Kippies. Aber Politik und Metal ist so. Nee. Bei mir ist es relativ klar, scheiß Nazis. Ja, da kann man drauf liegen. Nehme ich. Zweimal, dreimal. So, Kippies. Jawohl. Das ist ganz spannend. Ich glaube, ich war zu früh dran. Ich war erst bei Jahr 7. Aber egal. Nee, der dübelt weniger als die anderen, aber der hält länger. Das ist meine, ich meine, absolut, absolut inkompetente Meinung. Aber es ist schon so, dass der den typischen, der hat was sehr Dunkles, der hat was sehr Kräftiges, aber der ist nicht so aufdringlich wie andere.
Also der La Santa hat auf jeden Fall mehr reingetreten. Sogar. Ja, genau. Ich muss das nochmal zusammenkriegen. Also der hat von den Vieren ist der auf jeden Fall nicht die schwächste, aber auch nicht die stärkste Natur. Also ich finde ihn halbwegs noch mild, aber ich habe die jetzt ja alle, ich habe die halt alle groß zu Hause. Ich habe die ja schon ein paar Mal so. Ne? Also das ist so, an einem Abend schmeckt er dir geil, am nächsten Abend ist das so, wer ist das denn? Und dann nach drei Wochen, warum hast du den denn nicht nachgekauft? Nein, hängt doch voll davon ab, was du vorher hast. Als ob ich jetzt 10 Mal im Monat Whisky trinke, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, was? Genau. Zahlen und so. Bin ich der Einzige, der nicht aus? Okay. Ja. Also ich finde, der schmeckt halt im Prinzip wie der erste, nur ein bisschen runder. Also weniger scharf, ein bisschen, einfach ein bisschen fetter. 2.0, genau. Ja. Dafür kostet er aber auch das Doppelte. Also 30 zu 60 Euro die große Flasche dann halt. Also ich finde, der schmeckt wie der erste, ja, aber schlechter. Willst du? Ja, definitiv. Der hat viel länger mehr Schärfe. Mhm. Der ist dunkler, definitiv. Der ist dunkler im Geschmack, auf jeden Fall. Mhm. Aber der erste, der hat einen dunklen Geschmack und der verfliegt auch recht schnell. Aber die Schärfe verfliegt dementsprechend schnell. Und dann hast du einfach, beim ersten hast du einfach einen Whisky getrunken und dachte, ja, das ist doch geil, ich bin neu im Whisky. Also der erste ist beim Whisky trinken richtig gut. Der wäre schon eher was für Leute so, ja, ich habe schon mal ein paar Whisky getrunken und jetzt will ich mal ein bisschen was Neues probieren. Darf ich kurz betonen, dass wir, ich muss aber arbeiten, zweimal 46-prozentigen, einmal 40-prozentigen und einmal 43-prozentigen drauf haben. Noch über 200%. Also der, genau, das war ein guter Wirkungsgrad. Also der Whisky-Papst sagt am besten, ist glaube ich bei 35%. Ja. Das heißt, auf so einen Pin Whisky halt so einen Schuss Wasser drauf zu geben, ja, kann man das machen, das macht dann alles man ein bisschen. Man hat ja auch milder. Oft eine Pipette, ne? Ja, genau, oder du kannst auch einfach, also ich mache ohne Scheiß einfach die Hand und dann Wasser. Ja, klar. Und da rein. Wer hat hier eine Pipette? Ich habe keine Pipette, davon. Ja. Nein, ich muss, hast du ja vollkommen recht. Muss. Also du kannst dann auch on the rocks, lustiges Beispiel bei einer Stammkneipe, wir kommen da rein, ihr Kollege und ich sag, ich hätte gerne Glamorangie, den und den, ne? Und der Kollege, ich hätte gerne Talisker auf Eis, da sagt die Kellnerin gerne, noch ein Malbuch dazu. Aber dann ist schon ein bisschen so. Ja. Nein, aber... Also jeder wie er es mag, so mit Wasser genau. Ist auch lecker. Ja, yeah, voll. Nein, ich finde auch ganz im Ernst... Ist auch dann, leicht verdünnt. Nein, und ich finde auch ganz im Ernst, wer geht denn hin und schreibt irgendwem vor, wie der was zu trinken hat? Ganz im Ernst, wenn ich mein Köpi, was ich scheiße finde, mein Köpi mit 3 Eiswürfeln mag, dann ist es so. Ja, ist okay. Ihr müsst mir wieder... Egal. Ich bin Duisburger. Ich auch inzwischen. Und ich liebe Köpi. Okay, um jetzt einmal von diesem... Vielen Dank an dich, Paddy. Wir beides. Paddy. Petter ist so ein alter Spitzname. Ich weiß. Stimmt, wir haben uns als Petter. Also ja, als Petter noch kennen, egal. Bla. Wenn ihr ein Ranking dieser 4 Whiskys machen müsstet, was ihr jetzt müsst. La Santa. Was ist La Santa? Entschuldigt. Der rote, der zweite. Ja. Der zweite ist Nummer 1. Ja. Nummer 2. Tatsächlich wäre ich dabei. Also der Quinta Ruben ist richtig schön zum Essen oder was weiß ich, was der ist super. Das ist ja wie ein guter Rotwein, nur halt als Whisky. Ja. Aber der La Santa ist. Bei mir auf letzten Platz. Also zwei. Platz 1. Der La Santa ist die Hate Breeder unter den Children of Bottom Platten. Verstehst du? Da muss man einfach gehört haben. Also, wir machen das ganz einfach. Platz 1. Ja. Das weiß der Gruben. Platz 2. Meine. Okay. Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Ich würde es genau andersrum machen. Nee, ich würde 3, 4 tauschen. Okay, einmal du. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich sag 1, 2, 3, 4. Und der ist auch schon eine 9 von 10 für mich. Also. Okay. Ja, eine 8 von 10. Einmal. Also. So, wegen des Preises. Also einmal vielen, vielen, vielen Dank für diesen, ich möchte sagen, Whisky Insight. Ja, gerne. Whisky Input. Es ist auch nur antrinken und ein bisschen YouTube gucken, Fuselhorst gucken, hier Whisky.de. Ich bin echt schon hart blau. Aber er wird ab. Wo kommst du her? Ich wohne jetzt hier in Neukirchen-Flühen. Neukirchen-Flühen. Welches Bier und welcher Alkohol kommt aus Neukirchen-Flühen? Was bringst du? Mein Bruder zieht auch die Fresse. Wir trinken Fältchen. Was? Boom, Wendy also, Testerburger. Boom. Das ist Schalke-Bier. Also ich fahre ja am liebsten zum Arnold rüber. Also hier Sebastian Arnold, der Dogchef, der wohnt ja 400-500 Meter neben mir, weil da gibt es immer frisches Nestor. Oh. Um das mal zu sagen. Gerlingsboy. Also, jawohl. Sehr gut. Also ich würde jetzt Nestor sagen, das kam Blindfort, glaube ich, ne? Aber
Green, wir haben keine Brauerei. Okay, du bist ja mit einer. Wir sind ja Krefelder ursprünglich. Inzwischen nicht mehr. Du bist jetzt in der Krefelder Band. Ja. Trinkst du Krefelder? Was ist denn Krefelder? Also, Krefelder ist alt mit Schuss. Alt mit Schuss. Also Altbier mit Malzbier. Altbier mit Malzbier. Das ist Krefelder. Ich würde es trinken, ja. Es ist fantastisch. Du würdest es trinken, wenn. Diesel ist alt mit Cola, ne? Diesel ist alt mit Cola. Diesel kenne ich noch als 87er Cola mit Fanta. Cola mit Fanta? Ja, so hieß das Diesel. Oder Fantas Metzumix. Lass uns nichts erzählen. Ihr seid blöd. Spezial oder Metzumix. Nee. Genau. Also ich glaube, Diesel ist halt Altbier mit Cola. Dann gibt es noch Schweinebier ist Pilz mit Cola. Genau. Ja. Rathaus Pilz mit Sprite. Genau. Ja. Und Alster gibt es auch noch. Mit Fanta. Pilz mit Fanta. Jo. So. Krefelder ist dann, was hast du gesagt, mit Malz? Alt in Malzbier. Fantastisch. Du spielst in einer Krefelder Band. Ja. Wie stehst du zu Krefelder? Also zu Bier, also zu dem Getränk jetzt? Ja. Ja, keine Expertise, da kann ich nur ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, halte ich mein Maul, ne? Ja, ist ja so. Du spielst jetzt in einer Krefelder Thrash Hardcore Punk Band? Hast du schon mal einen Krefelder getrunken? Nein. Was? Ich hab noch nie Krefelder getrunken. Das müssen wir Schuss Altbier mit einem winzigen Schuss Malz. Nee, machen wir gleich. Also gerne. Machen wir gleich. Mich interessiert. So, mit Tyrant Trope bist du jetzt ja in der Krefelder Kapelle. Mit genau. Motor Jesus bist du in der Gladbacher. Ich meine, die sind ja ein bisschen weit gefasst. Ja, ja. Bist du dem Altbier zugeneigt? Sagte er, während er einen Heineken trinkt. Ich bin ganz ehrlich, also wir haben, ich schweife jetzt mal aus, ich war hier vor bei Ignition. Ich erinnere mich. Und wir hatten halt so eine lustige Regel bei Ignition im Proberaum, es gab immer nur Hansa-Pilz, wo jeder denkt, Buh, Wendy Testerburger, Buh. So, jetzt machen wir folgender Deal. Das ist scheiße, das schmeckt wie Arschloch. Folgender Deal, wir hatten einen Kühlschrank im Proberaum, eine Flasche Hansa, du musst 50 Cent in so ein Bierding schmeißen. Also wie viel kann man reinzahlen, damit man das gute Bier kriegt? Gibt's nicht, pass auf, die Regel ist folgende. Die Kiste Hansa, eine Tanke oder wo auch immer, hat ja weniger gekostet, also pro Flasche weniger als 50 Cent. Das heißt, du zahlst 50 Cent, kriegst einen halben Liter eiskaltes Bier. Und eiskalt, wenn du es in 10 Minuten trinkst, schmeckt das sogar gut. Ja. So, es ist halt schweinekalt und du bist mit den Jungs im Proberaum, da trinkst du alles, was da ist. Okay. Und wir haben am Ende des Jahres haben wir mal Kassensturz gemacht und haben davon entweder noch mehr Bier gekauft oder wir haben das Bierperium im Proberaum geschaffen. So. Das Bierperium. Also von daher, wenn du mich fragst, was mein Lieblingsbier ist, Maiso Pale Ale. Oh, weißt du, bist du mal oder Kilkenny oder sowas? Also ich trinke lieber wenig auf Festival und dann scheißegal. Wenn es kalt ist und schmeckt, dann schmeckt es halt. Ich glaube, als ich bin Montag mit dem Fahrrad hier oben gewesen, haben die halt nur das Altbier angestochen, aber ich kam halt pünktlich an, von daher ist es gepasst so. Aber wenn ich zu Hause Bier trinke, trinke ich gerne was Leckeres, genauso wie hier. Ich kaufe halt kein Jim Beam, sondern ich will ja nicht mich besaufen, sondern ich will halt was genießen. So, genau. Ja. Oder kaufe ich mir auch mal Guinness, Extra Stout oder. Okay, sowas. Jetzt Hand aufs Herz. Was ist dein absolutes Lieblingsbier? Ja, Maisel Pale Ale. Maisel Pale Ale? Maisel Pale Ale. Und du stehst zu diesem ganzen, ich sag mal vorsichtig, Craft Beer, Cosmos, IPA. Das findest du gut? Ich hab damit null Kontakt. Das ist genauso wie Typen, die Burger machen und schwarze Handschuhe tragen und so. Das ist halt, keine Ahnung, also ich mag den Geschmack, aber ich habe in dieser Szene halt nichts am Kopf. Ja, ich habe einfach in meinem Getränkemarkt jedes Mal einen anderen Sixer gekauft und dachte, ey, das ist lecker. Was ist denn das? Alpa oder Pale Ale schmeckt ja cool und ach ja, ist ja was anderes als Köpi oder? Aber Köpi ist scheiße, Mann. Ich bin Duisburger, Köpi ist scheiße! Nein, Köpi ist echt gut, Leute. Ich war in Gelsenkirchen auf der Berufsschule und hab dann auch in Gelsenkirchen studiert und wenn Schalke gespielt hat, hast du zwei Kisten Feldtees für 15 Euro gekriegt. Also bin ich an Kummer gewohnt, so, ne? Sagen wir mal so. Aber ganz ehrlich, wenn es kalt ist, ich trinke lieber ein schlechtes Bier mit einer guten Gesellschaft so als gutes Bier und so sieht's und mit auch. Euch. Nein, so, und jetzt die finale Frage dieses Videos. Was steht für dich mit Time and Trope und mit Motorjub und mit Chris Birks Pounding Band? Am Start. Was bringt die Zukunft für dich? Also die Chris Sounding Band ist im Moment, damit habe ich ja angefangen, mit Chris Musik zu machen. Chris und ich, wir kannten uns schon halt länger. Halt klar, ich kannte natürlich Motor Jesus und der fand meine alte Band, glaube ich, auch ganz gut so. Also man kannte sich so, man wusste, wer man ist, aber man hat ja nicht immer direkt halt so, wir gehen halt nicht zusammen auf den Trödelmarkt. So, ne? Der macht das schon. Aber das hat sich halt so ergeben. Ich war ja dann er hat mich angesprochen auf einem Synastasia-Gig oder sowas. Da habe ich ausgerufen. Ja, ich hab überlegt, eine Coverband aufzumachen und wie sieht's aus? Hast du von wem? So? Ja, Chris, Birks. Nein, eine Coverband von wem? Ja, unsere Chris Howling Coverband. So, ja. Und da war ich dann halt. Und ein Jahr später sind dann bei Motor Jesus dann zwei Leute rausgegangen. Oder, ne, hat sich was gesplittet so. Die haben Ding
Und dann hat er mich ja gefragt, kannst du mal hier irgendwie aushelfen? So, zack, hängst du dann da mit der Gruppe rum so. Und das gleiche war dann bei mir auch immer Tyrant Trope. Die haben ja, Tyrant Trope hat sich 2020 gegründet. Die sind aber erst publik gegangen, als die Schallplatten da waren. Ja, ja, so, aber durch den Corona gab es halt so einen mega krassen Stop, dann habt ihr vielleicht mitgekriegt. Ich habe eine Unto Others, damals Idle Hands, die Mana habe ich gekauft, da habe ich ein Jahr drauf gewartet, Alter, so, auf die Vinyl, weil das PVC-Scheiß wohl irgendwie alle war. Ja, ja. Und das gleiche war ein verrückter Jahr. Das gleiche bei TYT, ja. Der Jochen, der hat uns ja, also Jochen Pelzer hier, unser Gitarrist von TYT. Jochen Pelzer aus Krefeld. Der eine Jochen aus Krefeld, genau. Tschüss. Hau rein. Ja, der hat mir aber irgendwann, der mischt uns bei Motor Jesus halt, oder vor Corona hat er uns mal gemischt. Und der hat mir im Auto mal so die ersten Demos vorgespielt. Ich dachte, boah, da fetzt der rein, das ist aber was ganz anderes. Das hat der Jochen mir hier tatsächlich vor 2 Jahren auf der Aftershow Setup. Ja. Da vorne, ihr seht es jetzt nicht, ich mache die Aftershow in diesem Scheißfeld. Und es ist tatsächlich so, dass er sagt, mach mal. Bla. Und es war immer irgendwie so zwischen. Ich nehme jetzt Underground-Bands, es ist irgendwo zwischen Power, Misfits, Blood Red Angel, was er eben... Ja, wo der die Klaus Jungs herkommt. Ja, genau, aber es ist die perfekte Mischung aus diesen ganzen Bands. Es ist irgendwo zwischen Blood Red Angel, es ist irgendwo zwischen Motor, Jesus, es ist irgendwo zwischen Hatefest, Bad Rising, es ist ein bisschen Rock'n'Roll, es ist ein bisschen auf die Fresse und es funktioniert. Also das Schöne ist, ich habe erst gedacht so, ja, die brauchen einen Lead-Gitarristen irgendwie, weiß ich nicht. Hardcore und Thrash ist jetzt halt schon so, das habe ich halt früher gerne gehört, aber ich habe eigentlich, keine Ahnung, eigentlich immer gedacht, so, nee, das ist schon irgendwie ein bisschen moderner, also ich will was Moderneres machen. Und dann sagt er, Jochen hat mir die Demos vorgespielt und dann habe ich mir das angehört, oder ich saß, wir haben ja zusammen eine Show gespielt, sind zusammen nach Hause gefahren, irgendwie 2 Stunden im Auto. Und ich fand das voll geil, weil die Songs, die sind nach 2 Minuten vorbei. Also TYT ist halt so, wir spielen halt in die Antwort Z von, ich glaube, knapp 20 Songs in 40 Minuten oder so. Großartig! Wir haben auch ein Intro dabei und wir haben auch dreimal, da steht auf der Setlist Klaus Speech. Da wisst ihr, wer Klaus redet jetzt. Da kannst du halt Bier holen oder keine Ahnung. Ja. Weil wir haben ja auch so einen politischen Stich halt mit drin. Ja, halt. Finde ich gut. Was wir bei Motor Jesus halt nicht haben. Klar, natürlich sind wir halt, jeder von uns ist alles politischer gut, Mensch. Alles gut, aber alles gut. Die Band an sich, Motor Jesus, ist halt Motor Jesus. So, wir machen Rock'n'Roll und wir wollen halt so ein bisschen davon weg. Und Tyrant Trope ist halt genau das Gegenteil. Tyrant Trope ist halt, ein Song heißt halt Marsch der Rattenfänger. So, ne? Und da hat der Klaus halt eine schöne Ansage gemacht. Wenn du von Abschiebung redest, dann hat er nur Abschiebung im Kopf. So, ne? Das ist das Problem. Nein, so ist der Klaus. Und das ist halt, das passt halt zum ganzen Konzept. Das ist halt 2 Minuten auf die Fresse, Knüppel, fertig, wir haben alles gesagt. So, genau so. Und ich bin total froh, dass die Jungs mich gefragt haben, dass der Jochen mich gefragt hat. Und das hat super Spaß gemacht. Die Proben sind super entspannt und das ist eine geile Truppe, super auch technisch versiert und das macht richtig Spaß. Also beides macht super Spaß, weil es so unterschiedlich ist. Und Cover ist halt Cover, das ist halt, ich sag jetzt mal, das ist ganz anderes. Cover ist auch, du kennst das ja, wenn du hier auflegst, auf einer Seite ist das ein bisschen Dienstleistung ist da mit drin. Ne? Du musst ja auch ein bisschen Pleasure fürs Publikum bringen. Okay. Aber du darfst halt dein Zeug spielen so und das, was du geil findest. Wir spielen nichts, was wir scheiße finden und wir machen hier halt nur coole Sachen. Also coole Sachen. Und das finde ich halt schön, dass ich halt 3 Bands habe, Motor Jesus, super erfolgreich, ich bin super dankbar, ich habe viel gelernt, ich bin da in eine große Band eingestiegen und ich habe die noch Shitheads als 2005 auf dem Rage Against Resistance gesehen. Die waren ganz klein. Da waren die noch wirklich ganz klein. Das ist auch so ein Thema für sich hier, wo ich dich gerade so sehe hier. Ich bin 2005 oder 2006 das erste Mal auf dem Rage gewesen, Scar Symmetry, waren da 5 oder 6? Ja, 6. Sechs. Da war ich auch. Da war ich mit meine Ex-Freundin. Okay. Ich werde ja mal nach dem Rage, habe ich Geburtstag. Also war ich 15 hat erstmal auf dem Rage, 2006 dann. Ja. Und dann, ich weiß noch, wir wussten gar nicht, dass du da gar keine Flaschen mitnehmen kannst und so. Wir hatten aber irgendwie zig Kisten Bier dabei und dann war immer der Deal, pass auf, wir bleiben draußen sitzen, jeder, der Bier will, dann ist Schichtwechsel so. Dann haben wir also früher bei uns war halt purer Kommunismus. Einer hat alle geben so, das war alles cool. Ne? Großartig. Du bist hier Süden im Mörs damals, der Süden, die Szene-Kneipe und so. Hefe. Ich komme ja aus der Ecke Mörs so halt. Ne? Süden war so eine Szene-Kneipe. Und das war halt so, du bist halt pleiter dahin gekommen, bist nach Hause gekommen, voll der Kater, was wir sind immer ein bisschen fleißiger, aber... Ey, Eigentum verpflichtet. So, ne? Nein, großartig. Und das zieht sich halt irgendwie so ein bisschen durch mein Leben durch halt, weil das halt cool ist, wenn du halt Sachen teilen kannst und wenn sich das so, also wenn das so eine Hin- und Rück ist, weißt du, das ist schön. Das habe ich zu der Band zurück. Das ist halt der Punkt bei Motor Jesus halt, ich kann da halt echt viel geben, aber ich habe auch halt natürlich viel aufgenommen und das ist eine Chance, die halt nicht jeder hat und ich bin super dankbar, dass ich halt hier rumlaufe und halt wirklich ab und zu mal angequatscht werde. Das ist natürlich auch anstrengend, du kennst das ja selber hier als Nummer 1 DJ so, aber
aber das ist halt super schön, weil die Leute sagen halt, ey, ich finde das cool, was du machst und schön, lass mal ein Bier trinken, das ist halt super, das ist halt, dafür machst du das. Ja, klar. Du sitzt dich halt, du sitzt nicht 20 Stunden die Woche halt am Rechner, weil du halt gerne am Rechner sitzt, sondern du willst halt irgendwie was Cooles abliefern so halt. Ja, ja. Und das, genau, gleich beim Rage, das war halt so, das war die Pointe, das für mich war wirklich ein mega Highlight. Dickes Shoutout an die Leute vom Rage und an die Leute, die da hingehen, dass wir letztes Jahr da Headliner am Freitag sein durften. Ich bin als kleiner Pisser schon da hingegangen, irgendwie, wie gesagt, kein Glas, ich muss draußen warten und so. Und dann darfst du da als Headliner spielen und so, das war schon so. Da bin ich auch wirklich im Backstage geblieben, ich wollte auch mit keinem mehr quatschen, weil das war mir einfach zu viel, weil da kenne ich wirklich. Also laufe ich 10 Meter, ich kenne als Schnorchstier. Das heißt, in den nächsten 1-2 Jahren Tyrant Show, ja. Großartige neues Album. Achso, das war deine eigentliche Frage. Ich habe nächstes Jahr. Also Motorjuck gibt es eine neue Platte. Endlich mal! Ich kann jetzt noch keine Daten sagen, aber wir haben ja die Hellbreaker vor 3 Jahren mit Corona rausgebracht. Die neue Platte, Chris und ich sind ganz, Chris, ganz, mach hinne! Chris und ich sind ganz, ganz, also vor allem Chris, wir sind ganz, ganz, ganz fleißig. Und da wird was kommen. Ich könnte dazu sagen, ja. Ich habe die letzte Platte geliebt. Und in einer wirklichen. Nein, die letzte Platte war großartig. Die war einfach großartig. Dankeschön. Nee, ernsthaft. Ich muss auch sagen, soll es nicht arrogant klingen. Nö. Aber wir sind super, super, super zufrieden. Ja, zu Recht. Wir haben tatsächlich, also die letzte Platte, die habe ich produziert, also am Rechner halt so. Das heißt, wir haben viel geskypt, wir haben uns aber viel getroffen bei mir. Wir haben das Songwriting diesmal ein bisschen anders gemacht. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, ist das jetzt voll die Scheiße? Ist das jetzt ein billiges Motor Jesus Cover so, wo ich jetzt mitmache, oder ist das cool? Und es war bis zu dem Moment, als ich den Mix abgegeben habe an Dan Zwanne, wusste ich nicht. Also Chris und ich haben noch telefoniert, wir sind beide Auto gefahren, nach dem Kopf freizukriegen. Haben noch telefoniert und ich weiß noch, wir haben 11:55 aufgelegt und dann um 12 Uhr sagt mein Handy, Chris Birks hat Geburtstag. Und ich denke, fuck, die 5 Minuten hättest du eigentlich noch machen können. So. Eigentlich schon, ja. Und dann kam halt so viel zurück, die Platte war auf Platz 20 in den Charts, in den deutschen Albumcharts für eine Woche. Das liegt wahrscheinlich am Vorverkauf, keine Ahnung, aber es war für mich halt. Nein, die Leute scherzen einfach scheiße. Also ich finde, das ist so eine Monster-Ära halt, so dass du halt irgendwie in den Top 20s warst. Guck mal, mal im Fernsehen so ungefähr. Ja. Ne? Das war richtig schön und wir haben letztes Jahr, glaube ich, war für mich das beste Jahr irgendwie mit Rage. Dong haben wir gespielt, an einem guten Slot samstags, nachmittags. Ich erinnere mich, ich war dabei. Rockhard, ich bin jetzt schon zweimal WDR mit den Jungs, also mit Motor Juppes und auf dem Summer Breeze waren wir und so. Und das ist einfach genau das, wofür du halt die ganze Scheiße machst. Und du bist halt Metal-Fan und das ist wirklich, wirklich richtig schwer, neue Songs zu schreiben mit neuen Sachen, die nicht zu sehr influenced sind von den alten Sachen, aber die halt, wo ein Fan sagt, das ist zwar halt Motor Jesus, aber das ist auch neu und hat Energie und Wind und so. Das ist richtig, richtig schwer. 100 Konzerte im Jahr spielen kannst du machen, das Choice ist ja da, du musst halt nur fahren. So. Du musst neue Musik machen so. Und das muss halt geil sein. Und da arbeiten wir wirklich wöchentlich dran, mindestens einmal so. Und das ist viel Zeit. Gleich bei Time Control, da war die Frage, die sind jetzt gerade an der zweiten Platte dran. Die haben ja ohne mich schon angefangen, da bin ich ja später rein. Die zweite Platte ist jetzt in Mache, die dritte ist auch schon geplant. Wir haben halt, also gerade Bernd und Klaus, Shoutout, die beiden Blood Red Angel Jungs, die haben so einen Output. Blood Red Angel ist die Underground-Band meiner Jugendzeit. Echt jetzt? Ja. Ich kannte die vorher gar nicht. Krefelder. Ja, voll. Also jeder kennt die, aber ich kann die nicht. Wir sind Krefelder, Mann! Ja, Krefelder! Und dann Vanguardian! Vanguardian, ja gut, die kennen wir. Nein, aber Blood Red Angel. Hab ich schon mal gehört, die sind auch hier, ne? Ja, ich glaube auch. Gar nicht so schlecht. Nein, aber Blood Red Angel, Crikey, also ja, Klaus ist halt ein Dinger. Hate Factor, Grime Ding. Also vor allem, ne, wenn du überlegst, dass der Jochen halt hier die Veranstaltungstechnik macht und halt in halb NRW unterwegs ist, der Klaus ist der Tonmann von Sodom. Ja. So, und wenn du mit dem irgendwie im Proberaum oder so Backstage rumsitzt, dann sind das so voll die 0815 Dudes. Das sind so voll die liebenswürdigen, netten, höflichen, supportiven Menschen. So, die kommen halt an, so, ey, war geil gespielt, das hast du geil gemacht, alles toll. Und ich denke mal so, was pummeln die mich so halt irgendwie, ne? Nee, die freuen sich einfach, dass da Leute dabei sind, die Bock auf dem Zeug haben. Also das waren ja halt Bernd, Klaus und Jochen, die haben halt das Projekt angefangen damals noch mit einem anderen Schlagzeuger, mit dem Michi van der Plicht von Pestilence. Der hat ja früher bei God Enthroned gespielt und Klaus war mal deren Tonmann. Ja, wie so ist. Wie das halt so ist in der Szene, man kennt sich so, der hat einen Job gemacht, aber weil er Berufs-Death-Metal-Trommel da ist, hat er halt keine Zeit für eine kleine Band wie TYT. So, ne? Und jetzt haben wir halt den Lars Zehner halt gekriegt. Der Lars Zehner hat ja mit dem Jochen und mit dem Klaus zusammen die Soldiers of Rock Coverband. Der ist außerdem noch bei Adrian Weiß. Der wohnt jetzt auch mal wieder. Ich bin inzwischen Duisburger. Wo denn Duisburg? Großmarm. Sehr tiefer Süden. Ich komme aus der linken Rheinseite Nordduisburg. Wir sind Baler. Boom! Nee, das ist Chesterburger. Das ist die gute Rheinseite. Nein, rechts ist gut. Sie können meinen Sack lutschen. Das war ganz komisch. Na,
die linke Rheinseite hat sein. Ich bin jetzt rechte Weinseite, aber linke Rheinseite ist besser, ich weiß das auch. Ja, da wohne ich auch. Ja. Okay, also das ist jetzt gerade auch so ein bisschen der Whisky. Ne? Wir haben uns jetzt halt wirklich halt eine halbe Flasche Whisky, also das ist 400 Milliliter Whisky so, ne? Roman, oder? Ja, aber TYT so. Hat, wie gesagt, also zurück zu TYT. Die drei Vorlinger und der Michiel, die haben halt echt einen krassen Job gemacht, die schreiben coole Songs. Und in Krefeld, oder? In Krefeld, ja. Und der Unterschied ist halt zum Motorjungen. Bunker? In meinem Bunker? Nee, beim Jochen halt in der. Also, ja, also die haben ja jeder, die haben ja mehrere Studios. Ich habe auch einen Bunker! Du hast auch einen Bunker? Ja. Egal. Ja. Wir sehen uns zu selten. Ja, das ist so. Aber wir sind. Gießt du mal Bruch oder was? Nicht, hieß mal Bruch. Ja, wir haben einen clever Deutscher Ring. Scheitert einfach raus. Und, also die haben halt echt was krass. Also der Punkt war ja, was ist der Unterschied so, ne? Also bei Motorhead ist das halt so die alten Klassiker, das Rock'n'Roll-Zeug, das sind halt, ich sag mal, so 4-Minuten-Songs plus minus. Viel mit Tempo, aber halt, was bei Motor Jesus cool ist, die Leute singen den Scheiß halt mit. So, bei Fist of the Dragon kommt irgendwie Calling for. Und ich höre das trotz meiner Kopfhörer und trotz meinem Scheiß. Das ist halt so dieses Gänsehaut-Ding, weil du eine Band hast, die halt, ich sag mal, Hit-Songs macht, also Mitsing-Songs. Wir sind auf Metal-Festivals immer so die Pussy-Band, wo man mitsingen kann, und auf Rock-Festivals sind wir immer die Metal-Bands. Das ist halt das Ding von Motor Jesus, das funktioniert. Ist einfach so. Und bei TYT ist halt 2 Minuten alt gefressen, wir hauen dir aufs Maul, hier ist ein Statement und das hast du zu wählen bei der nächsten Wahl. Bombs, TYT, let's go. Genau, fick dich ein bisschen. Und das ist halt so schön, weil das sind verschiedene Sachen. Finde ich gut. Das sind komplett verschiedene Sachen. Gut. Das macht Spaß. Das ist geil. Geil. Sehr gut. So. Ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank euch beiden. Nächstes Mal machen wir erst Interview und dann saufen. Jo, keiner weiß es. Der muss auch auflegen. Scheiße. Vielen Dank an Teddy. Ja, vielen Dank an dich. Für das Glenmorangie-Set. Und auf jeden Fall auf meinen Bruder, Bastian. Und an die Kamerafrau und die ganzen Damen und Herren, die dahinter sitzen. Ich würde sagen, wir haben einigermaßen viel über Rock'n'Roll, über Heavy Metal und über Whisky gelernt. Ganz richtig. Trink den Scheiß selber. Ich bin so froh, wenn ich das sehe und dann guckst du mal, wie wir vor einer halben Stunde geredet haben und jetzt leiden sie. Genau, insofern, schon dumm, ne? Insofern würde ich sagen, ciao, Kakao.